Dieses Video ist von Marc Bellinghaus mit speziellen Grüßen an den Deutschen Bühnenverein direkt. Ich spreche Sie jetzt hiermit an, Herr Dr. Carsten Broster, der aus Hamburg, der auch im Kultursenat sitzt, Claudia Schmitz und Michael Schröder. Sie wissen, was ich getan habe in Dortmund, und ich stehe absolut dahinter. Was Frau Kostolmein mit 45 Leuten und auch mit mir natürlich getan hat, das geht nicht. Das müssen Sie auch eingestehen. Ich lese gerade, Vizepräsident ist Hasko Weber, Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters und Staatskapelle Weimar. Er wurde am 27. Oktober 2021 vom Präsidium gewählt. Herr Hasko Weber habe ich mehrmals auch kontaktiert über meine ganzen Vorhaben und Tun bezüglich dieser Sache. Er hat dann irgendwann mir gesagt, dass ich ihn nicht mehr schreiben soll. Der Herr Mann ist so alt wie ich. Ja? Was hat der wirklich für das Recht von Schauspielern getan, außer immer abgewiegelt? Ja? Es sind hier zum Beispiel auch René Heinersdorf, kenne ich. Ich kenne da sehr, sehr viele Leute, die sind auch damals mit mir, haben die gearbeitet, als ich noch sehr intensiv gearbeitet habe aus meiner Karriere. Insofern möchte ich Sie bitten, meine ganzen Sachen auch ernst zu nehmen und nicht mich hier als irgendwie Irren, der jetzt hier auf den Putz haut. Mir wurde meine Theateridee von der Frau Kostolmein geklaut. Ich werde das am 17.10. eindeutig nachweisen in diesem Verfahren hier in Münster. Sie sind alle sehr, sehr gerne eingeladen, und ich weiß, dass ich das gewinne. Und dann muss diese Frau endlich rausfliegen. Und zwar nicht nur aus dem Theater Münster, sondern auch aus ihrem Bühnenverein. Sie hat nämlich wirklich einen, der Schutzbefohlene missbraucht hat. Herr Behlitz hat mich mit Alkohol abgefüllt in der Intendantenvilla außerhalb Münchens und auf seinem Wasserbett. Woher soll ich denn wissen, dass der Kerl ein Wasserbett hatte? Fragen können Sie ja nachfragen. Oder seine Frau betrogen hat und seine kleine Tochter. Das ist anscheinend irgendwie Mode unter Intendanten. Wenn ich vom Rat der Stadt Münster als Nachfolger für Katharina Kostolmein berufen werde, dann werde ich auf alle Fälle eine Speerspitze einführen. Dann werde ich das mit jemandem zusammen machen. Eine Frau, ein Mann, wie auch immer. Vielleicht hat jemand Lust, das mit mir zu machen. Das ist jetzt schon offiziell ein Bewerbungsgespräch, weil dann wird die Renaissance des Theaters in Münster zurückkommen und die Leute werden zurückkommen. So, wie das die Kirche schon längst hätte machen sollen mit den ganzen Leuten, die abgehauen sind wegen der ganzen Missbrauchssachen. Ich kann die Leute dazu bringen, dass sie wieder Vertrauen zu Theater haben. Aber mit einer Frau Kostolmein und ihrem Ehemann, der hier in übelster Weise wie die Nazis agiert hat, hat bei Google angerufen, hat versucht, meinen Blog zu löschen zu lassen. Bei einer Petition hat er es geschafft. Stellen Sie sich vor, 390 Unterschriften, das war nicht leicht. Das war Knochenarbeit für mich, diese Unterschriften zu bekommen. Und dieser Kerl ruft dabei Change.org an und erzählt Lügen über mich. Der Herr Bellinghaus ist gefährlich, der Marc Bellinghaus lügt und der Marc Bellinghaus ist verrückt geworden. In welcher Zeit leben wir denn, dass sowas möglich ist? Und Sie, Herr Dr. Carsten Broster, Sie sind gefordert. Schmeißen Sie endlich Günther Behlitz raus und Frau Kostolmein noch gleich mit dazu. Und dann können wir auch einen Neuanfang wagen. Dankeschön.